Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Simon the Sorcerer Teil 1 begrüßen zu dürfen. Ich habe mich nochmal kurz hier umgeschaut gehabt und habe noch festgestellt, da hinten steht noch ein Buch. Und das wollen wir jetzt noch anschauen, bevor wir wieder runtergehen. Vielleicht ist es ein Zauberbuch, das wir auch brauchen, um das Ritual durchzuführen. Um die zwei Dämonen wieder zurückzubringen in die Grube. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Ja, okay. Werden sie uns denn die Namen verraten? Ich bin's wieder. Alles klar dann? Ich muss eure wahren Namen wissen. Hab ich irgendwas Lustiges verpasst? Wir sollen dir unsere wahren Namen sagen? Das ist ja wohl total lachhaft. Lachhaft, ja. Was ist lachhaft? Hör mal zu, Junge. Jedermann weiß, dass Dämonen niemals ihre wahren Namen an irgendjemanden weitersagen. Das ist so eine Art Tradition. Tradition, jawohl. Außerdem sind sie peinlich. Habt ihr irgendwo einen Menschenschädel gesehen? Du hast doch schon einen. Na, herzlichen Dank für eure Hilfe. Aber ganz ehrlich, das da ist doch ein Menschenschädel. Das sieht jedenfalls danach aus. Hier ist nicht zufällig noch ein wenig Mäuseblut? Tut mir leid, haben wir alles für unsere Fingersuppe gebraucht. Schnapp dir einfach eine lebende Maus und schon bist du bedient. Bedient, aber total. Ich muss eure wahren Namen wissen. Kann ich eigentlich nicht tun. Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten, ja. Wenn wir sie irgendwie belauschen könnten, würde das Problem vielleicht gelöst sein. Was haben wir denn jetzt alles hier? Wir haben hier ein Beutelchen. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Okay, was ist da drin? Es ist bereits offen. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Okay. Da haben wir noch eine Socke. Das riecht wie 100 Jahre alter Gorgonzola. Okay, das haben wir, glaube ich, nicht gebraucht, oder? Haben wir sonst noch irgendwas hier? Hier kann man halt doch sehr, sehr leicht etwas übersehen. Ja, da haben wir auf jeden Fall den Spiegel und ein magischer Stab. Moment, da war auch noch was, ein Buch. Was ist mit dem Buch hier? Ich hebe es besser erstmal auf. Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Die feurigen Gruben von Rondor. Okay. Damit kann ich Leute zu Stein verwandeln. Ah. Oh. Ah, und den Stab müssen wir vielleicht zerstören und danach löst sich vielleicht der Zauber auf und alle werden wieder lebendig. Das könnte natürlich sein. Ich frage mich aber jetzt, können wir den auch auf die Dämonen anwenden? Okay, was ist mit dem Spiegel? Ich kann mein Spiegelbild darin sehen. Hübsch, hässlich. Was ist los? Noch nie einen sprechenden Spiegel gesehen? Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Nein, habe ich vorher noch nicht gesehen. Genauer gesagt, ich bin ein magischer Spiegel. Ich kann jede reflektierende Oberfläche der Welt widerspiegeln. Ah. Sag mir nur wo und du kannst alles hören und sehen, als wärst du live dabei.
Deswegen müssen wir den Spiegel, das Schild oben hinhängen. Mhm. Dann bist du so eine Art Mini-Spion? Ich bevorzuge das Wort Überwachung. So, Dick benutzt mich für seine finsteren Pläne. Er ist ein Grobian. Weißt du, wie lange es hält, seit ich meine letzte Politur hatte? Er behandelt mich wie einen Sklaven. Ich habe auch Gefühle, weißt du? Ja, okay. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Das Schild hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit aufhängen können, aber ja, ich habe es noch nicht gemacht gehabt. So, das Schild ist ja gespiegelt. Das ist... könnten wir jetzt als Minispion verwenden. Und dann erfahren wir wahrscheinlich die wahren Namen. Brauchst du meine Dienste? Ja. Wie fühlt man sich so als Spiegel? Manchmal glänzend, aber meistens matt. Ha. Es war lustig unten im Park. Ausgelassen. Zeige mir das Labor im obersten Stock. Da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufen hoch. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Wenn du unbedingt willst, bitte. Versuchen wir es mal. Na? Warum bist du so nun nervös bei Fremden, Belch Grabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snog Fondle ist doch auch nicht viel besser. Wahrscheinlich nicht. Belch Grabbit und Snog Fondle, ich habe genug gesehen. Danke für deine Hilfe, Spieglein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den wahren Namen. Gehen wir mal runter. Da haben wir noch die Kiste. Kann man den, ich habe das, glaube ich... Das geht doch so nicht. Ich glaube, ich habe das Falsche genommen. Das geht doch so nicht. So, nochmal runter. So, und da sind wir endlich wieder hier. Da haben wir uns dann noch gar nicht richtig umgeschaut gehabt. Ich glaube... ich bin in einer Art Folterkammer. Ach nee, im Ernst jetzt? Ich möchte sie nicht. Schädel? Das wäre doch so ein Schädel, den wir brauchen, oder? Wer immer das war, er hatte eine riesige Nase. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Sieht aus wie ein riesiger Nussknacker. Ein Menschenwürger? Ich wette, die trocknen damit keine Klamotten. Die Schädel da hinten können wir nicht anschauen. Und was ist mit der Kiste hier? Ich hoffe, das ist nicht so etwas wie oben. Das ist abgeschlossen. Kannst du sie mitnehmen? Ah, ich glaube... die konnte man knacken, indem man das da hingelegt hat, oder? Und dann das wieder draufgeworfen hat. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, dann bewege nochmal den Hebel. Kerzen. Sehr gut. Kerzen haben wir ja auch gebraucht. Alles klar. Was haben wir jetzt eigentlich nochmal alles gebraucht gehabt? Den menschlichen Schädel. Der macht mir gerade noch irgendwie Sorgen. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Wir könnten auch sowas wie Kreide noch gebrauchen, um so ein Ding hinzuzeichnen. Aber Kreide habe ich jetzt irgendwie nirgends hier gesehen gehabt. Und menschlichen Schädel haben wir auch nicht wirklich. Geht's da noch irgendwie weiter? Ich glaube nicht, oder? Nee, da geht's nicht mehr weiter. Hm.
Was sind das für schicke Chemikalien eigentlich, die wir mitgenommen haben? Ist da was dabei? Anscheinend so eine Art magische Metallpolitur. Ach, das war die Politur. Oh, ob wir den Spiegel vielleicht auch noch polieren könnten? Ich möchte sie nicht. Dann nicht. Dann nicht. Kreide oder irgendetwas. Statue. Die Tür kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr auf, richtig? Die sind magisch und physikalisch versiegelt. Ob es irgendwas mit der Kiste noch zu tun hat? Ob wir da irgendwas noch tun können? Der Ast steckt in seinem Maul. Rede mit ich Kiste. Ich glaube, es schläft. Ah, okay. Ich gehe noch mal kurz raus. Vielleicht habe ich noch einen weiteren Hotspot übersehen, weil draußen war ja eigentlich auch der Ast hier, war ja auch zu finden. Die Statue hat keinen Kopf. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Können wir also nichts machen. Ja, aber hier ist scheinbar tatsächlich nichts mehr. Außer der Tür. Woher kriegen wir eine Maus? Ein Mäuseloch oder so haben wir auch nirgends gesehen, richtig? So, benutzen wir mal die Chemikalie mit dem Spiegel. Das geht doch so nicht. Ja, schade. Wir reden nochmal mit dem Spiegel. Ich habe keine weitere Verwendung dafür. Okay, dann nicht. Moment mal. Idee. Ich muss nochmal kurz runter. Entschuldigung. Da unten war doch noch ein Schädel rumgehangen, wo ich gesagt habe, er kommt nicht ran oder so. Vielleicht kommen wir ja mit den Speer ran. Wir haben doch hier den Speer. Der ist ja relativ groß. Jawohl, das geht. So, wir haben den menschlichen Schädel. Sehr gut. Aber was hat's mit dem Beutelchen und der Socke das auf sich? Das riecht wie 100 Jahre alter Gorgonzola. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie eine Maus anlocken könnten, wegen Käse. Ein verdächtig riechendes Säckchen. Und können wir den in den Sack tun? Jawohl. Als eine Art Falle habe ich jetzt gedacht gehabt, dass man, warte mal, da war, er hat doch mal was gesagt mit Naga. Als wir hier durchgegangen sind, hier. Und ich wollte zurückgehen. Hat er gesagt, da ist ein großer Naga. Und deswegen wollte er nichts machen. Aber wo ist dann dieser Naga? Geht doch so nicht. Der müsste doch dann eigentlich hier sein. Oder draußen. Weil da hat er ja gesagt, da ist ein Nager und das ist ja eine Maus eigentlich und das ist ja das, was wir auch brauchen. Kann ich das Ding mit der Tür das benutzen? Das geht doch so nicht. Nee. Aber wo soll dann der Naga sein? Also sollten wir auf jeden Fall mal im Hintergrund uns behalten, dass da auf jeden Fall ein Naga genannt worden ist und wir bräuchten einen Naga. Aber ich sehe hier nirgends irgendetwas, was wir da machen könnten. Und hier auch nicht. Wir haben die Falle für den Naga, aber wir finden den Naga noch nicht. So, benutze mal die Kerzen mit was denn?
Das geht doch so nicht. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Kleinen Moment noch. Muss noch kurz was klären. Prima. Wir können's kaum erwarten. Kaum erwarten. Ich wüsste auch nicht, wo wir das Ding aufbauen müssten. Ich hätte ja gesagt, hier, aber da habe ich nirgends einen Hotspot dafür. Und ich hätte gesagt, uns fehlt noch was, um dieses Dings zu bauen. Das ist Zordits Zauberbuch. Sieht aus wie meins. Hier ist ein Spruch, um Dämonen zur Hölle zu schicken. Du brauchst ein doppeltes Quadrat mit 8 Kerzen, eine Maus und einen menschlichen Schädel. Und du musst noch die echten Namen der Dämonen kennen. Ja, das ist das Frage, wie kriegen wir dieses Ding hin? Deswegen habe ich auch vorhin gemeint, wir bräuchten wahrscheinlich noch Kreide oder sowas. Aber ich finde hier nirgends etwas. Die Schädel. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Genau. Das hebe ich für Zordit auf. Okay. Ja, das ist ja schwierig. Wie gesagt, wenn wir magische Kreide oder irgendwas hätten, um diese zweifach Quadrat-Dingsbums auf dem Boden zu zeichnen, je nachdem, und darauf dann die Kerzen stellen, dann hätten wir auf jeden Fall schon was gewonnen, aber es scheint ja hier nichts zu geben. Oder ich find's einfach nicht, was jetzt auch nicht so... Können wir den Spiegel eigentlich wieder mitnehmen, den Schild? Okay, den können wir sogar wieder mitnehmen. Alles klar. Können wir den Haken auch mitnehmen? Es ist an der Wand festgemacht. Nee, alles klar. Da hinten ist auch nichts mehr drin. Ich finde im Moment nicht wirklich, wie wir da weiterkommen. Der Prinzip ist klar. Wir wissen noch uns fehlt eigentlich nur noch eine Maus. Und irgendwas, um diese Quadrate zu zeichnen. Und das war's gewesen. Das ist alles nur der Spiegel. Aber auch hier scheint es nicht wirklich was mehr zu geben. Ob es irgendwas mit der Statue hier zu tun hat? Das ergibt doch keinen Sinn. Das hebe ich für Zordit auf. Das geht doch so nicht. Also wir haben die Kiste da, wir haben die Statue da. Aber ansonsten haben wir hier nicht wirklich was da. Die Statue, das steht halt auch irgendwie so da, wie wenn da irgendwas Wichtiges wäre. Kannst du die öffnen? Habe ich das schon probiert? Ja, habe ich schon probiert, glaube ich. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Sehr, sehr seltsam. Hier unten war ja auch nichts mehr. Wir haben die Handschellen, die Folterinstrumente, der Schädelknacker, der Menschenwürger. Der Hebel natürlich. Na ja, gut, die Folge ist wieder um. Ich schau mal, was ich übersehen habe. Also irgendwas scheine ich ja übersehen zu haben. Fehlt nicht mehr viel, die Maus noch und irgendwas, um dieses Ding zu zeichnen. Aber wo wir das herkriegen? Im Moment noch keine Ahnung, aber wir kriegen das raus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.